ist die Bezirksliga. Seit seinem 19. Lebensjahr Schiedsrichter. Hamburg gegen Schalke. Spielten eine durchwachsene Vorrunde. Hamburg mit insgesamt 4 Punkten. Schalke mit 3. Allerdings beide Mannschaften heute am Sonntag, am Tag, wo es zählt, sehr stark. Hamburg besiegte die Mühlis verdient mit 5:2. Schalke besiegte Hannover mit 4:2 und verhinderte so den 4. Tabellenplatz in der Vorrundengruppe und einen anderen Gegner. Aber jetzt die erste Chance für den Hamburger Sportverein. Durch Dimirovic. Nochmal der Lupfer, aber Ricardo Seifried ist da. Also völlig offen, anhand der Ligen müsste der Hamburger SV Favorit sein. Platz 1 in der Regionalliga. Steht hochverdient oben. Schalke in der Landesliga auf Platz 4. Aber das 1:0 für die Knappen. Tom Sindermann war's. Auch in der Landesliga der Top-Torschütze der Schalker. 7 Saisontore in 12 Saisonspielen. Keine schlechte Quote. Er bringt die Königsblauen hier in Führung. Und der erste Wechsel bei den Schalkern. Gutes Kreuzen, na, gute Laufbewegung vorne. Auch Maurice Müller, die Nummer 10, sehr, sehr auffällig am ersten Turniertag. Und auch das kennen wir schon von Torwart Seinfried. Die Schüsse aufs Tor. Klasse Ablage mit der Hacke. Und der Schuss von Janelt. Guter Ballgewinner für die Hamburger. Aber auch der Angriff wieder unterbunden. Der Foul von Mats Köhlert. Hamburg wirkte gestern nur in einem Block richtig stark. Der Block mit Mats Köhler, der jetzt drauf ist. Mit Johannes Bihunek, 2 Nationalspieler. Haben klasse Aktion gezeigt, schon an Tag 1, auch eben im Spiel gegen die Mühlis. Gerade Köhlert, enorm Ärger zeigt hier. Von daher sind wir sehr gespannt. Guter Ballgewinn jetzt von Köhlert. Hamburg ist draußen ins leere Tor. Pfosten, Abpraller auf der Linie gerettet. Sensationelle Rettungstat. Bihunek war es, der das scheiterte. Köhlert wunderbar antizipiert. Und dann war es Lukas Füllgrabe, der hier auf der Linie rettete. Klasse. Die Riesenchance für die Hamburger. Wieder Köhlert. Einer der besten Spieler im Turnier hier. Sticht heraus. Klasse reingespielt, aber da ist die Fußabwehr von Seifried. Gibt wieder Freistoß. Für die Hamburger. Dann halten erkannt.
Thomas Peters. Und noch der Ball im Seitenaus. Oh, wieder ein Versuch mit dem Kopf. Hat er heute Morgen schon mal gemacht, so ein Kopfballtor. Tarek beide mir. Sein zweites am heutigen Tage mit der Hacke erzielt. Also er der Mann für die schönen Tore am heutigen Tag hier in Lübbecke. Jetzt der Abschluss, wieder gut gehalten von Sanfried. Den haben sie langsam warm geschossen hier. Hamburg eben den Blockwechsel vollzogen. Ich bin sehr gespannt, wie sich dieser Block jetzt präsentiert. Gut rausgespielt hier von Ambrosius. Ambrosius wieder, aber Sanfried hält. Das von beide mir. Und Frank Farnhorst sagt, Mensch, Jungs, ruhiger. Nicht so hektisch. Das wäre für die ein Riesending hier als Landesligist. Einzuziehen gegen die Tabellen erster Regionalliga. Ein tolles Ding für Königsblau. Golz, der Torwart der Hamburger. Jetzt wieder Sindermann. Klasse auf beide mir. Jetzt wieder zu Sindermann rausgespielt. Schlägt bewegt, da die Hamburger schlecht verteidigt. Und klasse gespielt. 2:0 Schalke. Und das, weil da Ambrosius nur unzureichend zurückgelaufen ist. Das haben sie nicht gut verteidigt, die Hamburger. Boah. 8 Minuten noch. Entschieden ist das lange nicht. Trotzdem der Zwischenstand. Schon eine kleine Überraschung. Schalke jetzt aggressiv, Müller da mit dem Ball gewinnen. Freistoß Hamburg. Ah, Maurice Müller. Zeit ist angehalten. Ambrosius abgefälscht. Der Nachschuss. Marc Misselhorn. Zu weit rechts und zu hoch. Angesetzt. Der lange Ball da jetzt. Ganz wichtig. Oh, haben sich zwei Schalker gegenseitig über den Haufen gerannt. Ambrosius. Gut von Golz, ganz wichtig. Fair gestört. Sohn, vorhin schon erwähnt, von Richard Golz. Ein Foulspiel. Oh. Okay, ja doch. Kann man vielleicht geben. Der Arm oben ein bisschen draußen. Unten war es sauber. Knappe 6 Minuten hier noch. Zeit für die Hamburger, diesen Rückstand wettzumachen. 2 Tore brauchen sie. Fürs 9-Meter-Schießen. Oh, böses Foulspiel. Das sah nicht gut aus. Ah, Zatab erwischt.
gehen zum Kopfball. Aber sitzt zumindest schon wieder. Über Gelb, wenn ich sogar über eine 2-Minuten-Strafe nachdenken können. Oh, jetzt der Fehlpass von Seinfried. Da ist Mats Köhlert. Starker Hamburger Block ist hier drin. Wunderbare Drehung. Und natürlich war das ein Foulspiel. Zeit ist angehalten. Aus zweieinhalb. Es gibt 9 Meter. Und Mats Köhler, der gefaulte Schiedsrichter, nimmt die Verantwortung hier. War gestern schon absoluter Führungsspieler seiner Mannschaft. Energisch mit links. Köhler. Gegen Seifried. 1-2. Hamburg ist zurück. Jetzt kommt Musik in die Geschichte. 5 Minuten, nur ein Torrückstand. Es natürlich war es wieder Köhler mit seiner Einzelaktion. Also allein deswegen wäre es eigentlich schade, wenn wir den jetzt schon so früh im Turnier verlieren würden. Fantastischer Spieler. Mats Köhler. Aber die Schalker mit der großen Chance. Freistoß Schalke. Gut geholt hat der Ball. Aber Schalke meine zurück mit 3 Leuten vorne. Da ist Köhler mit dem Rücken zum Tor. Klasse mit Ausriss. Was für ein nein Tor. Doch, er zählt. Ein Wahnsinnstor. Der Junge ist bekloppt. Sensationelles Ding. Mit dem Rücken zum Tor, mit Außenriss rübergehoben, Mann, in den Pfosten und über die Linie. Unglaublicher Spieler. Also, qualifiziert sich hier absolut als Mann des Turniers. Der Nationalspieler. 2-2, so schnell kann es gehen. Boah. Jetzt wieder Maurice Möller, die Schalker. Kommt die Antwort? Getunnelt, aber Golz hat den Ball. Spielt ein gutes Turnier hier, Jakob Golz. Da ist wieder Köhler. Hat jetzt Spaß gefunden am Spiel. Ja, wurde da festgehalten von Möller. Ah, schade, Hamburg muss wechseln. Wie gesagt, dieser Block derzeit nicht ganz so stark wie Block Nummer 1. Ah, da liegt jetzt ein Schalke am Boden. Da hat der Schiedsrichter dabei nichts gesehen. Oh. Ah, hat er gar nicht hingeguckt. Das war jetzt auf Verdacht, die Gelbe. Ich weiß auch nicht, zu spät hingeguckt. Aber alles gut, alles ruhig. Abschluss Ambrosius. Jetzt, wenn der Druck auf dem Torwart da ist, muss die Überzahl da sein. Jetzt die Mitnahme. Ah, das muss schneller gehen. Dann die Ballmitnahme unzureichend. Jetzt aber die Riesenchance für Hamburg. Das Ding ist gedreht. Khaled Mossen. 3-2 Hamburg. Das Ganze nach 0-2. 2,5 Minuten noch. Das Ding ist immer noch nicht durch.
Oh, Foulspiel, klares Foulspiel. Oh, 2 Minuten. Oh. Okay. Für Misselhorn. Hamburg jetzt in Unterzahl. Die Chance für Schalke. Misselhorn. Das ist der Spieler mit der Nummer 4 vom HSV. Zumindest wieder auszugleichen. Guter gemacht, fußballerisch. Von Seifried. Da war Ball gespielt, richtig, kein Foulspiel, gut gesehen von Cicita Peters. Jetzt die Überzahl für Schalke, müssen sie gut ausspielen. Links rausgespielt, der Ball, 3-3. Hamburg darf auffüllen, da gab es schon wieder eine Reiberei. Da ist Musik drin hier, da ist Feuer drin. Und jetzt haben wir wieder Block Nummer 1 drin, 1:44. Ah. Was für ein Ring hier um den Platz im Viertelfinale. Klasse Ball, aber zu lang. Jetzt die Hamburger wieder. Guter, aber... Fünfter Foul, Freistoß Schalke. Hamburg muss jetzt schnell zurück, Hamburg muss hinter den Ball. Haben sie gut geschafft, alles zugestellt. Schalke hat den Ball, befindet sich nur im Angriff. Oh, Mats Köller da mit dem Fehler. Die letzte Minute läuft. Gold auf Bionik. Der nochmal gut kontrolliert. Der 15er, der Hamburger. Klasse Aktion. Köllert. 3 gegen 2 jetzt. 3 gegen 1. Bionik. Tor! 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 Hamburg führt. 4-3. Klasse gemacht. Der Nationalspieler. Wunderbare Kombination. Zeit ist angehalten. 42 Sekunden. Zeit für Schalke nochmal auszugleichen. Verrücktes Spiel ist schon mal. Tolles Spiel. Als der nächste abgefälscht, Köhler klärt. Panoas bringt seine Mann nochmal nach vorne. Knappe Geschichte. Und jetzt die letzte Sekunde. 9 Sekunden auf der Uhr. Schalke muss Druck machen. Golz mit dem langen Ball. Zinnermann, 5 Sekunden sind auf der Uhr. 1, jetzt muss es Schluss erfolgen. Das war's. Hamburg gewinnt 4-3 und steht im Viertelfinale. Schade, Schalke. 2-0 geführt. 2-0 geführt. 2-0. Ärgerlich für die Königsblauen. Trotzdem, Kompliment an meine Mannschaft. Tolles Spiel. Das Leben steckt voller Rätsel. Wohin verschwinden die Socken in der Waschmaschine? Warum haben Frauen nie das Richtige zum Anziehen? Wir können nicht alles erklären, aber wie sie mit uns Geld ansparen, anlegen und für die Zukunft.